zwei Bobbelscher. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und der geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bin, dann macht es... Herr Saremol, ich hab ja jetzt schon seit 9 Monaten mit dir auf engstem Raum gelebt. Seit Wochen gehe ich mit dir in die Krabbelgruppe und hab herausgefunden, dass du mein Zwilling bist. Aber kannst du mir mal sagen, ob du ein Mädel oder ein Bub bist? Ja klar, ich bin dein Bruder. Was? Du sollst ein Bub sein? Das glaub ich aber mal nicht. So wie du dich bei der Geburt draufgestellt hast. Komm, wenn willst, ich zeig das doch, guck. Tatsächlich, das hätte ich mir ja auch gleich sagen können, dass du blaue Socken hast. Aber apropos Bruder, weißt du eigentlich, was uns sein Bruder geschafft hat, als wir auf die Welt gekommen sind? Nee, was war denn da? Der hat zu seiner Lehrerin gesagt, Fräulein Meier, darf ich nach Hause? Meine Mutter bekommt gerade ein Baby. Und schwupps, hat er 3 schon früher gehen dürfen. Ah, und warum hat er nicht gesagt, dass es 2 Babys sind? Das zweite Baby wollte, dass ich aufhebe für die Klasse, aber 3 doch später. Ach, der ist ja manchmal so doof. Und der soll einmal der schnellste seiner Art gewesen sein. Das ist mir immer noch unbegreiflich. Ich glaube, das ist unsere Eltern auch noch ein Rätsel. Die fahren jedes Jahr an so einem Geburtstag in den Zoo. Was? Was? Wieso und das? Um den Storch mit Stell zu bewerfen. Ajo, die Mama und der Papa wird da. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass denen beim letzten Zoobesuch die Kreditkarte geklaut worden ist? Ajo, und der Papa wollte sie noch nicht einmal sperren lassen, weil der Dieb weniger ausgibt als die Mama. Recht hat er ja, wenn ich mal schon unseren Kinderwagen angucke. Der muss doch ein Vermögen gekostet haben. Nee, der war kostenlos, den hat der Papa euch getauscht. Hä? Wie hat er das gemacht? Mit einer Anzeige in der Zeitung. Titel war, tausche schwer verständliches Buch über Verhütung gegen Kinderwagen. Ajo, moin Papa. Ajo, da kommt das Papa-Kind wieder raus, hä? Ach, du bist ja nur eifersüchtig, weil ich's Lieblingskind bin. Das glaube ich aber mal nicht. Die Mama hat dem letzt gesagt, seit du auf der Welt bist, hat er gar keinen Spaß mehr. Aber davor schon. Aber apropos zum Thema Lieblingskind, warum hat die Mama vorhin mit dir so geschimpft? Ich hab Pippi gemisst und sie gefragt, ob sie das Fläschel halten kann. Ja, aber da träumst du nichts Schlimmes. Ja, bis wurde sie erst, wo ich sie gefragt hab, ob sie ein bisschen tiefer halten kann. Ach, ich hab ja solchen Hunger. Ajo, die Madame hat ja vorhin lieber geschlafen, statt sie ein Brei zu sich zu nehmen. Die Mama hat außerdem eine neue Fütterungsmethode ausprobiert. Brumm, brumm, hier kommt die Eisenbahn. Steigen Sie in den ersten Waggon. Steigen Sie in den zweiten Waggon. Steigen Sie in den dritten Waggon. Und das bis zum 15. Ich war voll wie morgen im Hauptbahnhof. Hä? Morgen im Hauptbahnhof? Ja, Endstation, alles aussteigen. Ich hab ja immer noch solchen Hunger. Die Mama und der Papa essen den ganzen Tag.
Moins, mittags und abends. Und mittlerweile auch nachts im Bett. Der Papa ist dort Weißwäschel, hä? Wo wäschst du das? Ah, ich hab die Haut auf dem Nachttisch gefunden. Du bist manchmal ein Fuchs. Wer war denn das eigentlich vorhin am Telefon? Das war der Onkel Andreas. Der wollte die Mama sprechen. Und dann habe ich gesagt, das geht grad nicht. Die Mama und der Papa sind gerade auf dem Speicher. Eine halbe Stunde später ruft der Witter an. Habe ich gesagt, das geht grad nicht. Die Mama und der Papa sind gerade im Keller. Eine halbe Stunde später ruft der Witter an. Habe ich gesagt, das geht grad nicht. Die Mama und der Papa sind gerade im Garten. Und dann sagt der Zornig, ja, was schaffen sie dann? Jo, was schaffen sie dann? Mich suche. Aber jetzt mal was anderes. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Cheyenne, Chantal, Jacqueline bei uns in der Gravelgruppe immer so extrem stinkt. Jo, aber die kann jo nix dazu. Schuld an allem ist nur die Mutter. Was, wieso und das? Adere, ihr Mutter, ist ziemlich blond und wechselt die Windel nicht so häufig, weil jo auf der Verpackung steht bis zu 10 Kilo. Nee, da ist die arme Cheyenne, Chantal, Jacqueline, ja wirklich gestraft. Die Mutter Blondine und wer der Vater ist, weiß man nicht. Hä? Die hat doch einen Vater und der ist sogar ziemlich hostier in der Politik. Ja, merkst du was? Es ist doch kein Politiker, was in 9 Monaten gelungen, was Händ und Fies hat. Ja, wir haben schon ein paar Granaten in unserer Krabbelgruppe. Aber total unfair finde ich ja, dass wir da alle rumkrabbeln, wenn der Marc schon laufen kann, obwohl der noch jünger ist als wir. Jo, der Marc ist ja aber ein Sonderfall. Dem sein Papa hat vor der Zeugung ein blaues Pilzchen geschluckt. Der ist ja quasi schon stehen auf die Welt gekommen. Ist ja schon lustig, was bei so einer Geburt alles erlebt. Aber keine Geburt toppt die von der Aisha und Ali, der türkische Zwillinge, bei uns im Kurs. Hä, was waren da? Erzähl, Bruderherz. Als bei denen die Frucht bloß geplatzt ist, war deren Mutter gerade mit dem Auto in einer Polizeikontrolle gestanden. Und die Polizei muss quasi bei der Geburt helfen, bis der Krankenwagen da war. Ja, ja, die Polizei, dein Freund und Helfer. Jo, der Ali konnte ja nicht mehr warten, der hat das Köpfchen rausgestreckt, die Lage gecheckt, ist zurück in den Bauch und hat gesagt, Aische, wir müssen hin raus, vorne stehen die Bulle. Marke ist leer. Dann tun wir zwei Schreie und der Dudu muss her. Als Baby muss man immer auf der Lauer sein und immer bereit. Denn man fliegt mindestens 3 Mal vom Wickeltisch in der Zeit. Diese Bobbeljacks sind mir süß und scheu. Das Christiana und der Janik mit dem Hengsching. Ahoi! Liebe Gäste, Kostoklä!
Lasst sie mich erst mal vorstellen. So klein und souverän wie alte Bühnenhase. Die zwei Bobbelchef und der Böhler Hengsching. Es sind Jana Scheurer und Yannick Melzer. Ahoi! Ja, ihr liebe Bobbelscher, dadurch, dass wir sie vorgezogen haben, ist es natürlich passiert, dass eure Fläschchen noch nicht ganz fertig sind. Das heißt, man hätte noch ein bisschen Zeit für eine Zugabe. Habt ihr eine? Ja, bitteschön. Jana, weißt du, wo du dem letzten bei der Oma geschlafen hast? Habe ich so einen schlimmen Albtraum gehabt. Ach Gott, geht's da gut? Ja, und dann habe ich bei der Mama und beim Papa im Bett geschlafen. Irgendwann haben die angefangen zu kuscheln. Aber an Kuscheln ist doch nichts Schlimmes. Das war ein wildes Kuscheln. So wild, dass ich aus dem Bett gefallen bin. Am nächsten Morgen steht der Papa dann auf, tritt voll auf mich drauf. Aber dann habe ich mal kleine Mama geschnappt. Hab zum gesagt, ajo, abends neue Kinder machen und morgens die alle kaputt drehen oder was? Ja, liebe Karnevalisten, Sie spielen nicht nur die Bobbelscher. Es sind wirklich die jüngsten Bühnenräder, die wir je hier gehabt haben. Der Yannick. Sagt mal, was habt ihr mit dem Saal gemacht heute? Es sind wirklich die jüngsten, die je auf der Bühne waren. Die Jana ist 10 und der Yannick ist 12. Und es ist ein Wahnsinn, was ihr hier abgezogen habt. Ich glaube, von euch wird man noch viel hören, wenn ihr nur ein bisschen gräser seid. Aber jetzt hebt euch mal die Ohren zu, weil jetzt wird es richtig laut. Auf unser zwei Bobbelsche, zwei lautstarke A, 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 A und Ausmarsch.